Okay, kleine Vorwarnung vorweg. Es wird nicht so nah an Bäumen reingehen. Kleine Vorwarnung vorweg. Wir werden wahrscheinlich die gesamte Folge über nur töten. Wir haben uns jetzt am Wasser lang Richtung Auto. Das Auto müsste irgendwo dastehen. Aber die Gegend ist hier ja doch ziemlich infiziert. Und wegen den ganzen doofen Bäumen kann man nicht einfach mal so eben vorsprinten, weil dann weiß man nicht, was man alles so neben und hinter sich gelassen hat. Da sind die ersten. Okay. Also es wird lange dauern. Aber ich werde mein Bestes tun, dass nichts passiert. Also wenn ihr wirklich keine Kämpfe sehen wollt, skippt einfach die ganze Folge. Wir sehen uns dann beim Auto wieder. So, für die, die da bleiben. Wir müssen sehr darauf achten, dass wir einen Rückzugsort schaffen. Also wir haben ja die Brücke, wo wir theoretisch wieder schlafen könnten. Essen wird ein Problem werden. Das heißt, wir sollten eigentlich auch. Oh, das war gut. Wir sollten eigentlich jeden einzelnen Zombie checken. Weil die können ganz selten mal so ein Energy Bar dabei haben. Oder Schoki-Herzen und Bonbons, glaube ich auch. Sowas in der Richtung. Alternativ könnten wir auch beidrehen und eins der Häuser erstmal clearen. Aber ich glaube, hier ist kein Einzelhaus in der Nähe. Also die Häuser da im Süden sind halt die Hochhäuser. Und die werden wir definitiv nicht clearen. Ich wollte eigentlich mich wieder zurückziehen, aber da kommen immer mehr. Genau, die hier wollte ich alle checken, aber erst alle tot sind. Genau, kommt alle mal hierher. Wir bewegen uns kurz nicht. Hinsetzen wird zu gefährlich, aber kurz nicht schlagen könnte helfen bei der Ausdauer. Bisschen mehr treten, dass die. Ja, genau, das Brecheisen könnte das Problem werden. Wir haben noch die Axt, aber die ist auch nicht so super fit. Hört ihr langsam mal auf? Wir haben jetzt bestimmt schon 20 oder so Zombies zum Checken. Okay. So. Fahren wir unten an. Nix. Candy Cigarette, genau sowas. Also es macht nicht viel, aber es könnte helfen. Und wir wissen halt nicht, wie lange wir brauchen. Chefknife brauchen wir nicht. Da kommt schon die nächste. Eine Karte, nein. Schön nach unten gucken. Okay, der Batzen hat auch nichts. Und unser neuestes Opfer, ein Walkie-Talkie. Die ganzen Elektrosachen lasse ich liegen, das ist egal. Wenn wir jetzt uns auch noch darum kümmern, dann werden wir hier morgen nicht fertig. Übermorgen nicht fertig. Ich glaube, wir schaffen es nicht heute an einem Tag darunter zu kommen, so wie es gerade ausschaut. The Legion Susie. Das nehmen wir hier Spezialklamotten. Also nur optisch. Das sind richtige Zigaretten, die wollen wir nicht. Man kann Geld nicht essen, also bringt die Credit Card uns auch nichts. Ich glaube, wir haben echt nur diese komischen Schuki-Zigaretten sind das bei uns. Hier anscheinend irgendwelche anderen Süßigkeiten. 225 Kalorien ist alles. Du bist jetzt schon müde. Das ist unpraktisch. Sollten wir aber gleich bekämpfen, weil dann kriegen wir es vielleicht auch hin. Also wir sind ja eine Nachteule. Das heißt, in der Zeit zwischen 5 Uhr morgens und 10 Uhr morgens werden wir deutlich müder. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht gleich noch ein kleines Nickerchen machen. Oh, was nicht geht, ne? Ja. Wir bräuchten ein Bett oder eine Bank oder irgendwas in der Richtung. Hier ist auch so ein Park. Ist hier vielleicht irgendwo eine Bank?
hinten sind Zombies. Es führt in Richtung Ausgang, also unserem Originalauto, das wir da irgendwo abgestellt haben. Das macht noch weniger Sinn jetzt, oder? Hier einfach nur lang zu gehen in der Hoffnung, dass da eine Bank ist. Ich meine, es hilft, die Umgebung um die Brücke weiter clear zu machen. Das heißt, wenn wir dann irgendwann super müde sind, können wir uns die Brücke zurückziehen. Und haben dann bessere Chance, nicht gefressen zu werden in der Nacht. Ich bin Fan davon, nicht gefressen zu werden in der Nacht. Hey, Nebel. Hier sind übrigens sehr viele. Ich habe jetzt irgendwie schon 6 oder so verteilt hier gesehen, die sich kaum bewegt haben. Also ich denke, es ist keine gute Idee, weiterzumachen. Dich hauen wir noch kurz um. Check nach Nashi. Und dann hauen wir ab. Ja, kannst nicht einfach so schlafen. Hier hätten wir einen Schlafsack dabei haben sollen. Aber es gibt so viele Sachen, die man immer dabei haben sollte. Wenn man die wirklich immer alle dabei hat, dann kann man wieder nichts tragen. Das ist unpraktisch. Also zurück zum Originalplan. Wir gehen dann wasserlang Richtung Auto runter. Dann sind wir jetzt halt müde. Das ist unschön. Aber solange es nur ein Punkt ist, ist es machbar. Trinken geht noch. Was ist das da? Unbequem. Ja, du. Es lässt sich leider nicht so schnell ändern. Da ist der Leichenhaufen. Ja, das Schreihals erstmal kommen. Nix. Da waren irgendwelche Beta-Blocker. Oder ist nicht zu essen? Also sollte man nicht so Nashi-mäßig essen. Ich glaube, wir haben inzwischen auch schon so viele Zombies getötet, dass wir die nicht mehr brauchen. Also Panik ist nicht mehr so sehr ein Faktor. Oh, außer Atem. Da, Beta-Blocker. Wir haben gerade mal ein Drittel des Weges bisher. Kannst ihn setzen. Oh. Zweifach müde. Oh. Hi. Problem, das ich auch sehe, hier sind sehr, sehr viele Zombies, ne? Also wegen diesen ganzen Hochhäusern da und Mehrfamilienhäusern. Sehr, sehr viele Zombies. Wenn wir jetzt schlafen gehen, wird sich diese Masse an Zombies wiederum verteilen und der Weg hier wird wieder ordentlich was an Zombies haben. Wahrscheinlich weniger als vorher, ja. Aber immer noch unangenehm viele. Talkie, Newspaper. Du kannst mal ein Newspaper lesen. Okay, nimm's mit, liest den unterwegs gleich. Um irgendwelche Stimmungen, Schwankungen da auszugleichen. High-End Camera. Da sind ja die Beta-Blocker. Nee. Newspaper, read. Feeling a little sad. Ich weiß nicht, ob das Newspaper da wirklich hilft. Macht nur Boredom und Stress weg, keine Unhappiness. Das ist schade. Jupp. Geh weg. Hm.
Was hast du da in dir stecken? Ein Schraubendreher, ne? Oh yeah, jemand geschossen. Oh, warte, das könnte echt helfen, oder? Setz erstmal kurz hin. Also, irgendwo hier war ein Schuss. Das heißt, alle Zombies, die jetzt hier überall sind, müssten in die Richtung gehen. Das heißt, eventuell haben wir jetzt wirklich so einen kleinen Korridor am Wasser entlang. Sind die ja bloß außer Atem, hungrig, müde, stinkig und ein kleines bisschen traurig. Mein Plan jetzt war eigentlich zurückzugehen und auf der Brücke irgendwelche Schlafmittel zu nehmen und dann zu pennen. Aber ich nutze mal die Gunst der Stunde und schau, ob das funktioniert hat mit dem Weglocken da. Entweder das oder es kommen uns jetzt alle Zombies da unten entgegen. Das kann natürlich auch sein. Was kommt davon, wenn man anläuft und Brecheisen läuft? So viele von denen hier. Also von den Schreiern. Und da kommt die nächste. Rotten. Nee. Also es scheint nicht funktioniert zu haben mit der Ablenkung. Ne? Protein Bar. Oh nice. Eat all. Das ist ein sehr guter Fund. Was? Okay, er hat wohl die richtigen Nährstoffe drin, aber es macht den Balken nicht weg. Und nicht so stark weg. Ein, zwei machen wir noch, dann ziehen wir uns wieder. Oh. Ich hab ihn nicht gesehen. Oder gehört. Okay, Bäume und Nebel und überhaupt. Ist echt nicht gut. Wir wurden wesentlich nicht erwischt. Okay, zurück zur Brücke. Schlafmittel nehmen auf der Brücke. Damit wir pennen können. Dann pennen und dann wachen wir hoffentlich irgendwann, keine Ahnung, 15 Uhr oder so auf. Und haben dann den Tag, um was zu machen. Wir werden dann noch hungriger sein, weil wir lange geschlafen haben. Aber das ist okay. Ja, komm, sprint kurz den Rest. So, ich denke, das sollte als Abstand fürs Schnarchen reichen, oder? In beide Richtungen alles okay? Ja, wobei, ich weiß nicht, ob da jetzt keine Zombies sind. Das ist viel zu neblig. Wir gehen einmal kurz die Brücke runter, klären die Brücke und... Okay, warte, hinsetzen. Fishing? Nein. Sit. So. Warten. Okay. Wir gehen einmal die Brücke runter. Schauen, ob da irgendwo Zombies sind. Das sollte reichen an Distanz. Dann stellen wir uns so hin, dass wir in beide Richtungen noch haben. Das sollte hier ein ordentlicher Spot sein. Bestimmt nicht angenehm, so zu schlafen. Ah. Aber das kriegst du hin. Das heißt, du nimmst jetzt Sleeping Tablets und wir hoffen mal das Beste. Drei. Geht das gleich nochmal hoch? Ich würde ungern nochmal welche nehmen, weil... Also zwei Tabletten machen nichts, ne? Aber im Spiel vielleicht. Ah, okay. Sleep. Yes. Uhr. Wir hätten Wecker stellen sollen. 19 Uhr. Jetzt wird es bald wieder dunkel. Meiner Pain. Wegen dem Verlegen, oder wie?
dagegen? Was ist hier los? So, ab hier wieder vorsichtig sein. Eins, zwei, drei. Links ist auch noch ein Ding, das ist ein Vierter. Da ist vier. Fünf. Oh, geschützt durch Baum, du Arsch. Schon wieder Beta-Blocker? Nein. Nein, nein. Nein, nichts zu essen. Das ist noch ein paar mehr. Das ist links. Ja, schlafen kann Probleme verursachen, was sowas angeht. Weil die bewegen sich die ganze Nacht über halt oder war doch immer mal spät. Atem. Wir kommen ganz schön schnell außer Atem, wegen dem Hunger. Die kommen irgendwie einfach an uns ran gerade. Wenn wir den wegpushen, ist das ein bisschen verzögert irgendwie. Wahrscheinlich auch wegen dem außer Atem. Okay, okay. Nix. 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 Lipstick sollte man essen können eigentlich, oder? Also wegen den Fetten? Das ist bestimmt nicht lecker, aber. Leiter. Versucht das Popcorn zu essen. Aber dann können wir auch sterben, ne? Also wenn man falsches Essen isst. Und eigentlich sollte es nur Durchfall und Magenprobleme allgemein verursachen. Je nachdem, okay, wie verdorben es ist, aber. Körper hatte eigentlich schon ganz gute Abwehrmechanismen entwickelt über die Jahrhunderte. Tausende. Der Baum gehabt oder was? Okay, wir müssen erstmal wieder sitzen. Und wir haben kein Trinkwasser mehr. Ja. Und wir sind immer noch bei. Ich glaube, da sind wir irgendwo mit dem Auto gecrashed. Wir sind auf halbem Wege jetzt. Und der Weg wird, je weiter wir kommen, schwieriger, weil wir halt immer mehr angeschlagen sind. Was Hunger, Müdigkeit,
Ausdauer und sowas alles angeht. Angespannt. Und man kann das Wasser trinken, ich weiß, aber das ist cheesy. Müssten sie eigentlich abkochen. Genau, kommt ihr beiden mal schön ran. Haufen, dann können wir gleich durchwühlen. Will ich euch. Hier ist auch noch einer. Irgendwo, da. So. Come on. Ne. Ne, ne, ne. Wir sind viel zu weit weg vom Wasser gerade. Da torkelt schon mal hier von links auf uns zu und den rechts haben wir auch geaggrot. Und da unten auch noch jemanden. Jetzt hätte ich mal ein bisschen zurück, dass sie alle aus ungefähr derselben Richtung kommen. Eisen ist rot. War gerade schon wieder ein bisschen zu risikoreich, weil mit diesem im Kreis laufen drumherum, man weiß halt manchmal nicht, wo noch über welche herkommen. Die hatten wir schon alle, ne? Von rechts kommt gleich noch einer. Und wir sind müde. Yay. Das ganze Popcorn. Ja. Wir sind halbwegs kurz vorm Ziel. Ich würde sagen zwei Drittel. Wenn wir das Auto noch nicht gesehen haben. Trotzdem gehe ich jetzt zurück zur Brücke. Ich denke nicht, dass wir müde, hungrig und, ne, so wie wir sind, da gut klarkommen. Außerdem gefällt mir das echt nicht, nachts zu kämpfen, wenn so viele Bäume in der Nähe sind. Wir können aber auf der Brücke jetzt nicht schlafen, weil wir ja nicht müde genug sind. Haben wir noch irgendwas? Also wir können uns beschäftigen mit Lesen, ja. Wir können nochmal Schlaftabletten nehmen. Ich hoffe, die Zeit dazwischen war jetzt lange genug. Ja, machen wir das. Zu unserer Brücke. Mist. Oh, was hast du denn da für einen Rucksack? Hallo? Oh. Come on.
So, zeig mir den Rucksack. Cookie. Also, es wäre ein perfekter Zeitpunkt für eine Karte. Für ein Upgrade. 3090. Unserer Macht. 2290. Ja, ist einfach besser. Drop. Also, unserer ist leer, deswegen können wir ihn einfach droppen. Ja, ist definitiv leer. Und Pink Backpack. Equip. Nice. Da können wir jetzt mehr reinstopfen. Wie soll denn Schlaf sein? ist die Schoki noch? Wird aber auch nichts ändern, aber wenigstens kommen wir dadurch nicht auf den Dreierbereich. Ja, hat auch wieder nichts gemacht. Können wir die Alufolie, wo es noch eingewickelt war, noch ablecken? Nein. Du kannst aber Do-It-Yourself Crafting for Idiots 1 durchlesen. Und hier müsste es unser Schlafspot gewesen sein. Gut, siehst du was? Nein, siehst du es in andere Richtung? Nein, ein bisschen weiter noch auf. Wir haben diesmal jetzt aber nur einen Müdigkeitspunkt. Ja. 13 Grad auch nur noch, ne? Wenn das so weitergeht, haben wir noch hier Temperaturprobleme, bis wir in das Auto wieder rankommen. Und das doch nur, weil ein, zwei nette Sachen im Auto drin sind, ne? Der Notfallplan ist einfach in die Richtung laufen und da dann irgendwo Sicherheit suchen. Das ganze Gebiet hier war wesentlich ruhiger als alles hier unten. Egal, nimm die Tabletten. Take Pills. Drei. Vier, okay. Haben wir noch umgucken. Sleep. Yes. Oh, Kälte. Sag's doch. Und wir sind sehr stinkig. Wir sind traurig. Und irgendjemand geballert. Schöner Art, wach zu werden. So. Es ist sehr gut, dass wir nicht Hunger geworden sind über Nacht. Aber dafür durstiger. Minus 10% Stärke, minus 10% Healing. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag, dass wir zurück zum Auto kommen. Mach die Form mal ein bisschen frisch, katzenwäschemäßig. Sonst bist du noch trauriger. Wash yourself. Warum bist du ein Nervous Wreck? So, weil du depressiv bist. Haben wir da was gegen? Painkiller? Nicht wirklich. Boredom und Stress. Ja, mach mal Crossword Puzzle. Hat instant alles weggemacht. Wow, okay. Also an Anspannung. Wir sind immer noch depressiv, aber... Es ist nicht zu akut. Minus 30% Action Speed. Das ist auch nicht gut. Warum muss die... Oh, die Minimap kann man auch so rauszoomen. Hm, muss die gar nicht. Essen ist echt nicht gut. Ja, und jetzt kommen wieder die Zombies, die hier reingeromert sind.
Ich gehe dir nicht entgegen. Oh, okay, drei Richtungen ist doof. Und das werden mehr. Nichts. Oh, Bonbons. Nichts. Kamera. Nichts. Nichts. Okay. Instant Bonbons essen. Das hilft auch ein bisschen bei Depressionen. Unhappiness minus 2, das ist echt wenig, aber na gut. Also noch zwei Essen runter. Also ich bin mir halbwegs sicher, dass unser Auto am Wasser war. Zumindest nicht weit weg vom Wasser. Man konnte das Wasser sehen. 1, 2, 3. 4. Hm. 5. Den habe ich ganz gesehen. 6. 7. Schönen Haufen machen. Okay. Oh, Baum wackelt. Machen wir gleich. Nix. Popcorn vergammelt. Nix. 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 Da war doch nix. Okay. Hey, Fitness plus 1. Die ganze Aktion hier hilft übrigens nicht dabei, dass wir schon seit Wochen unterernährt sind, ne? Das ist definitiv ein Problem. Protein Bar. Geht hoffentlich wieder auf 2 runter. Ja. So, wir sollten eigentlich jeden Moment das Auto sehen können. Ich denke, das ist ein guter Moment. Da, hohohoho, sehr schön. Das ist ein guter Moment, die eine Person dazu zu holen, die die Folge geskippt hat. Dazu gehen wir ein kleines bisschen zurück. Töten, alles ist noch Aggro auf uns. Was ist am Rücken? Ein Kampfmesser. Survival Knife. Ah, komm mit. Sehr gut.